Ja, moin zusammen. Thema Sichtfischen mit der Nymphe. Wir sind hier gerade in Spanien unterwegs. Das Wasser ist leider sehr flach, aber auch da können wir eine spannende Fischerei haben. Und wir haben uns jetzt gerade mal die Zeit genommen, obwohl wir hier vorne gerade einen Fisch gesichtet haben, euch kurz zu erklären, was wir hier machen. Der Fisch, der steht im seichten Wasser, aber im sehr schnellen Wasser. Und genau diese schnellen, sauerstoffbereicherten Bereiche suchen sich die Fische jetzt in diesen flachen und relativ warmen Bedingungen aus. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr eine entsprechend gute Poolbrille habt. Ich persönlich fische gerne ein gelbes Glas. Das Sunrise Silver Mirror ist mein Lieblingsglas. Das bedient mich perfekt in eigentlich 90-95% aller Situationen am Bach und verstärkt eben die Kontraste sehr, sehr gut, gerade wenn ihr wechselnde Lichtverhältnisse habt. Ja, wir haben uns dafür ein extrem feines Rig hier zusammengestellt von Guideline, die LPX Nymph in 3 als 10,2 Fuß Variante. Und fischen ja, in den Bedingungen sehr kleine, leichte Nymphen, die sich aber mit dem dünnen Vorfach hier gut werfen lassen. Ich werde jetzt hier erstmal die ganz leichten Perdigons von Guideline probieren und gegebenenfalls nochmal variieren, je nachdem wie der Fisch reagiert. Das Coole bei dieser Fischerei ist eben, dass ihr genau seht, was der Fisch macht, wie er auf eure Fliegen reagiert und dann könnt ihr variieren. Und da genau ist diese Nymphentechnik extrem von Vorteil, weil ihr eben bei jedem Wurf eigentlich sehr subtil, sehr diskret unterwegs seid und nicht mit der Fliegenschnur den Fisch potenziell vergrämt bei diesen ja, heiklen Bedingungen. Wir haben uns jetzt hier von Guideline auch zwei kleine Perdigons dran gebaut. Im Abstand von so 30 cm zueinander und der Fisch steht tatsächlich relativ flach. Vielleicht müssen wir das nochmal variieren. Aber wir werden jetzt erstmal die ersten Würfe auf den Fisch machen und gucken, ob er reagiert. Und ja, kann spannend werden. Ja, also hier ist eine kleine Rausche. Da drüber ist ein Pool und der Fisch hat sich genau im Tailout eingestellt. Kurz über so einem Stein und kurz darüber kommt eine Blasenspur von einem anderen Stein weg. Das heißt, genau da kommt natürlich auch die Nahrung entlang. Ganz wichtig, dass wir uns langsam nähren. Nicht zu eilig an den Fisch ran kriechen, nicht zu viel Bewegung machen, ganz vorsichtig sein und vor allen Dingen keine hektischen Bewegungen machen. Wir wollen den Fisch nicht spooken. Und am besten geht ihr ein bisschen von hinten an den Fisch, weil das Sichtfenster des Fisches ist eben hauptsächlich nach vorne und zu den Seiten gerichtet. Ganz wichtig bei dieser Art von Fischerei, wenn ihr mit beschwerten Nymphen auf Sicht fischt, ist, dass ihr die Tiefe und eben auch das Gewicht der Nymphen passend wählt. Ich habe jetzt hier relativ leichte Perdigons drauf und ganz wichtig dabei ist, dass ihr halt eben euch an den Fisch annähert. Erstmal rantasten, für gucken, ob ihr den Boden berührt, damit ihr nicht den Boden berührt, genau wenn der Fisch die Fliege nehmen könnte. Weil dann könnt ihr den Fisch auch mit der Nymphe vergrämen. Das heißt, erstmal rantasten, gerade bei so einem wechselnden Boden mit viel Algen, da kann man auch schon mal hängen bleiben. Und wenn du dann so ein bisschen Algen an dem Vorfach hast und den vor dem Fisch hochziehst, dann ist der Fisch weg. Deswegen ganz wichtig, erstmal gucken, wie tief ihr beim Fischen müsst, gegebenenfalls nochmal das Vorfach, den Abstand und das Gewicht der Fliegen variieren. Ja, und genau das machen wir jetzt. Wir probieren jetzt erstmal mit diesen leichten Nymphen, machen die ersten Würfe, tasten uns an den Fisch ran und müssen gegebenenfalls nochmal justieren. Ja, mega kurios. Paolo hat den einen Fisch gefangen. Wir haben ein bisschen resten lassen, die Stelle, und schon hat sich kurz oberhalb der nächste Fisch eingestellt. Jetzt bin ich dran. Will es natürlich genauso gut machen, will nicht doof dastehen vor Paolo. Und ja, mal schauen. Ich versuche jetzt mich erstmal ganz diskret wieder von hinten zu nähern, so wie Paolo das auch gemacht hat. Langsam vorarbeiten, eventuell die Nymphe nochmal anpassen und dann schauen wir einfach mal. Ja, wir hatten jetzt die ganze Zeit schon relativ leicht gefischt, weil der Wasserstand relativ niedrig ist. Aber gerade bei der Sichtfischerei, wenn die Fische so nah im Uferbereich stehen, dann schadet es nicht, nochmal eine ganze Ecke feiner und leichter zu fischen, damit man den Fisch auch nicht vergrämt, wenn man irgendwo hängen bleibt. Ja, wir hatten es jetzt zweimal, dass der Fisch sich unsere Nymphe genau angeschaut hat, ist zweimal leicht ausgeschert, hat aber nicht genommen. Deswegen variieren wir jetzt nochmal was. Und zwar fischen wir mal ein etwas leichteres Muster und schauen mal, ob er darauf reagiert.
Ja, ich habe mich jetzt hier mal für eine Mini-Perdigon entschieden. Also die ist wirklich richtig klein, auf einen 18er Haken gebunden. Vom Guideline-Muster mit einem schwarzen Kopf. Hier bei dem grellen Licht und bei dem klaren Wasser vielleicht eine ganz gute Wahl. Schauen wir einfach mal, was der Fisch dazu sagt. Ja, jetzt hat er genommen. Nee, der ist größer. Der ist größer. Hat sich die leichtere Nymphe genommen, die wir gerade drauf gemacht haben. Schöner Fisch. Upp, danke dir. Und jetzt versuchen wir den Fisch hier mal ins Seichte gleich zu bekommen. Hat auf jeden Fall noch nicht groß Lust, sich zu bewegen. Ja, wir fischen relativ dünnes Tippet, weil wie ihr seht, das Wasser ist mega klar und relativ niedrig für die Jahreszeit. Deswegen muss man wirklich diskret fischen. Und da ist natürlich das feine Setup hier, wo man mehrere Driften fischen kann, ohne dass man jetzt einen Bissanzeiger oder so aufs Wasser legt. Echt optimal. Und ihr habt ja auch gesehen, man kann mit den Nymphen rumspielen. Also unterschiedliche Größen, unterschiedliche Muster, ohne dass man den Fisch groß verschreckt. Ja, als Vorfach haben wir auch aufgrund des klaren Wassers uns für Fluorcarbon entschieden. Das strofft Fluorcarbon. Und ein 12er-Tippet, also schön vorsichtig. Es sind immer noch viele Äste und Steine im Wasser, wo sich der Fisch einstellen kann. Upp. Und deswegen schön sachte. Aber die sanfte Spitze puffert natürlich auch einiges weg. Die Gefahr mit den Algen ist natürlich auch, dass wenn der Fisch nah über den Grund geht, dass er dann das Grünzeug hier aufsammelt. Guck, da kann man es schon sehen, hat schon einiges aufs Vorfach geladen. Das ist natürlich nicht gut. Also umso länger so ein Drill dann dauert in so Konditionen, umso kritischer wird das Ganze für unser Vorfach. Schöner Fisch ist das. Sehr schöner Fisch. Hat unsere Perdigon genommen, sitzt ganz vorne im Maul. Ah, da liegt ein Ast. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da ist sie. Wow, was für ein massiver Kopf. Was für ein massiver Kopf. Ja, alles hat gut geklappt. Der Fisch ist im Netz und wie ihr seht, er hat die kleine Perdigon, die wir drauf gemacht hatten, nachdem er die erste Nymphe verschmäht hat, genommen. Und zwar, wie es sein soll, hier vorne im Oberkiefer. Ich mache die jetzt mal raus. Barbless natürlich, das geht rucki zucki, zack. Da ist sie weg. Und jetzt würde ich sagen, messen wir den Fisch einmal kurz. Er wird keine 60 haben, hat man erst gedacht, aber er hat einen massiven Kopf. Hinten raus wird er ein bisschen schlanker, aber ist ja noch früh in der Saison. Der hat noch einige Zeit, sich rund zu fressen. So, schauen wir mal. Schnell angelegt. Vorne an die Schnauze, hinten an die Gabel. 59 cm. Hing ein bisschen durch, aber 60 hat er nicht ganz. Ja, ganz kuriose Geschichte. Paolo hatte ja eben schon einen Fisch am genau gleichen Spot gefangen. Und nachdem wir den Fisch dann gedrillt und zurückgesetzt haben, kurze Pause gemacht haben, stand auch schon der nächste Fisch, nur ein, zwei Meter kurz davor. Also auch mit der Nymphe kann man mega spannende Sichtfischerei haben. Ist nicht mal alles eine Suchfischerei. Wichtig ist dabei, wie gesagt, leichte Nymphen fischen, gucken, was der Fisch macht, sich anpassen. Wir mussten ja auch das Muster nochmal wechseln. Und so, ja, kann man dann eben mit ein bisschen Glück auch mal so eine Schönheit hier fangen, die wir jetzt schnell zurücksetzen. Da schwimmt sie. Geil, so muss das sein.